Ike Sewells Fantastic Pastas. Das 12. Türchen. Unser Rentier Sonnenstrahl steht gerade vor dem Anführer der Rentiere. Alle nennen diesen kleinen Kerl nur Gewittersturm. Und alle haben großen Respekt vor ihm. Sonnenstrahl soll jetzt den Platz von Patschi am Schlitten des Weihnachtsmannes einnehmen. Doch scheint Gewittersturm das nicht zu wissen. Denn er lacht unseren Sonnenstrahl aus, als ihm das Rentier davon erzählt. Was kann Sonnenstrahl da nur tun? Er hat eine Idee. Zum Weihnachtsmann gehen kann er nicht, da der viel zu tun hat. Und auch die Weihnachtswichtel vom Weihnachtsmann kann er deshalb nicht stören. Aber einer hat Zeit, einer hat gerade nichts zu tun. Und so sucht Sonnenstrahl Patschi auf und bittet ihn um Hilfe. Patschi versteht Sonnenstrahl nur zu gut, doch er ist einfach noch viel zu wackelig auf den Beinen, um mit Sonnenstrahl gemeinsam zu Gewittersturm zu laufen. Sie überlegen lange, damit ihnen etwas einfällt. Nur was? Sonnenstrahl sieht geknickt aus. Er war so froh gewesen, dass ihm Patschi helfen würde, doch ihm fällt nichts ein. Wie bekommen sie Patschi nur zu Gewittersturm? Da betritt ein Weihnachtswichtel den Stall, um Patschi sein Essen zu bringen. Da hat Patschi mit einem Mal die Idee, nicht nur wie er zu Gewittersturm kommt, nein, noch viel besser. Mit dieser Idee kann Sonnenstrahl auch gleich zeigen, was er alles kann. Patschi spricht mit dem Weihnachtswichtel, dieser flitzt sofort los, Sonnenstrahl sieht Patschi nur irritiert an, aber dieser lächelt ihn geheimnisvoll an. Und es dauert nicht lange, bis zwei Weihnachtswichtel mit im Stall erscheinen. Sie haben einen kleinen Übungsschlitten dabei. Sie spannen Sonnenstrahl vor den Schlitten und Patschi setzt sich hinten auf den Schlitten. Das also war Patschis Idee. So erreicht Patschi nicht nur Gewittersturm, sondern Sonnenstrahl kann auch zeigen, dass er es schafft, einen kleinen Schlitten alleine zu ziehen. Und so ziehen die beiden los.